Ich hörte diese Geschichte von meinem Großvater, da sie von seinem Großvater hörte. Einmal hatten wir als Hauptmann in unserem Dorf einen pensionierten Oberst namens Samsonow Alexei Chrisanfowitsch. Ein Held, Brust voller Medaillen. Er hatte alles, der Rang, die Titel, Anwesen wie einen Palast aus Stein. Und Respekt der Dorfbewohner. Das Einzige, was er nicht hatte, war ein Kind. Seine Frau Mariana Fjodorovna war darüber sehr traurig. Dann sagte ihr eine Zigeuner-Wahrsagerin, dass es im Fluss Don einen Zauberfisch. Wer diesen Fisch isst, wird ein Kind gebären. Wenn es ein Sohn ist, dann gut, aber wenn es eine Tochter ist, sollte sie einen dritten Bräutigam heiraten oder gibt's Ärger. Mariana Fjodorovna hat ihrem Mann natürlich das Ohr abgekaut. Hol mir den Fisch und das war's. Der Oberst schickte seine Kasaken zum Fischer. Auf dem Rückweg haben sie eine Abkürzung genommen, damit der Fisch nicht verdirbt. Aber es war dort ein schlechter Ort, ein böser Ort. Ging aber alles gut aus. Am Rande des Dorfes lebte eine Witwe, hatte einen Ruf als beste Köchin auf Don. Die Kasaken lieferten ihr den Fang. Und der Fisch ist so lecker geworden. Nun, warum nicht versuchen? Der Fisch hat sich wirklich als zauberhaft erwiesen. Mariana Fjodorovna gebar eine Tochter von solcher Schönheit, dass der Oberst vergaß, dass er auf einem Erben hoffte. Niemand erinnerte sich, was die Wahrsagerin sagte. Die Witwe Köchin brachte auch ein Kind zur Welt, nur einen Jungen. Gar die Katze, die Fischknochen fraß, gebar ein außergewöhnliches Kätzchen. Der Oberst und seine Frau äußerst verehrten ihre Tochter Elisabeth Alexeevna. Um sie herum sind Kinder, Mädchen und Gouvernanten. Die besten Lehrer unterrichten sie in Manieren, Musik, Tanz und natürlich Französisch. Sind sie doch Adlige. Und sie wurde so eine Schönheit. Die Witwe gab ihren Sohn Steppen bei ihrem Vetter, dem Schmied, in die Lehre. Der Junge war klug, er hat sich wirklich für das Handwerk begeistert. Bald wurde er selbst Schmied und nahm der Katze als Gehilfe. Eines Tages sah die Tochter der Obersten den schönen Schmied und verliebte sich in ihn. Ein junger Graf umwarb sie und wurde abgewiesen. Sie lehnte auch einen ausländischen Baron ab. Der Schmied war der Einzige, von dem sie träumte. Dann ist es Lises Geburtstag. Und was weißt du? Der dritte Freier tauchte auf. Mm-hmm.
Die Teufel rächten sich für die erfolglose Brautwerbung am ganzen Dorf. Der Morgen kam, aber es war noch dunkler als Mitternacht. Also versammelte der Oberst alle Dorfbewohner zu einem Treffen über einen himmlischen Kataklysmus. Damals kam General Kuropatkin zu einer regionalen Inspektion und beschloss, bei unserem Dorf vorbeizuschauen. Was ist denn los, Alexei Chrysanthovich? Ein heller Tag überall und du hast hier schwarzeste Nacht. Nun, die Teufel haben das ganze Licht gestohlen. Teufel oder nicht, alles muss in Ordnung sein. Meine Brüder, jeder, der dieses Übel bekämpft und das himmlische Licht zurückbringt, erhält einen Orden und meine Tochter Lisaweta Alexejewna zur Frau. Nun ja, ich werde es versuchen. Ist das Mädchen es wert? Hier ist sie, meine Lieschen. Ja, sie passt, also gut. Gib mir etwas Wasser. Nein, ich brauche viel mehr. Zerstört unsere Brücke. Ich bin Schmidt. Gib die Lichter zurück oder ich breche dich und deine Brücke. Nein, kämpfen wir. Na gut, du wirst das Feuer sein und nicht das Wasser. Mal sehen, wer gewinnt. Wer zerstört unsere Brücke? Ich, der Schmidt. Gib's die Sterne zurück sofort. Ich zeige dir. Ruhig, da war schon ein Heiß. Besser du verwandelst dich in einen Stein und rollst bei den Berg runter. Wenn ich runterfalle, du gewinnst. Wenn nicht, gib die Sterne zurück. Bricht meine Brücke ab. Der Schmidt, ich kam wegen der Sonne. Gib es mir zurück. Ich will nicht. Lass uns kämpfen. Bist du verrückt? Ich habe schon mit zwei von euch gekämpft. Mal sehen, wer am lautesten pfeifen kann. Du bist ein guter Pfeifer. Jetzt bin ich dran. Schließ nur deine Augen, sonst springen sie dir aus dem Kopf. Hier ist meine Pfeife und hier ist noch eine. Wo hast du denn so Pfeifen gelernt? Das ist das Leben, haha. Alles ist besser mit der Sonne. Gute Arbeit, Schmidt. Hey, der Teufel im Dorf auf Dorn stahl die Sonne und der Mond. Hätte er das nicht getan, wären die Hörner noch intakt. Jetzt
Menschen sagen, im Mund legt, mein Schatz, heirate mich. Oder wenn mein Mutter geht, Teufel, dann heiratet mich. Ritter Teufel durch den Wald und der führt zum Dämon. Und sie hatten so viel Spaß, bis zum Morgen laut war. Es gibt sie zwei Flaggen über Fluss, wird bald eine Brücke geben. Lass sie uns jetzt Schmied, sie kennenzulernen. Ein Held, großer Held. Schwiegersohn? Mein Steffi. Was war das für eine Hochzeit? Die Gäste kamen aus allen Teilen des Donfluss. Sogar General Kuropatkin war da. Tschüss, die Braut! Ha, ha, ha. Stepans Mutter war natürlich auch da. Und ihr Vetter, der alte Schmied. Und Prinzen und Grafen und einfache Bauern, alle waren da. Der Großvater meines Großvaters war auch da. Er trank den ganzen Honig und das Bier aus und ließ nichts für mich übrig. Stepan und Lisaveta lebten glücklich bis an ihr Lebensende zur Freude aller. Sie heuerten der Teufel an, um für Ordnung zu sorgen. Manchmal ist sogar die Höllenbrut nützlich, um einige Leute zu erschrecken. Lebte einmal in einem Dorf ein reicher Müller mit seiner Frau. Er hatte einen sehr großen Hof. Sie lebten im Wohlstand. Die schöne Platz vor Getreide. Aber sie waren sehr gierig. Sie würden nicht einmal im Winter Schnee umsonst geben. Und in der Nähe wohnte eine arme alte Frau. Los geht's! Das Einzige, was die alte Frau hatte, war eine Henne namens Fleckchen. Einmal wurde die Müllers Frau eifersüchtig. Sie wollte auch so eine bunte Henne haben. Nachts kann man nicht sehen. Wer hat es hier gestellt? Auf dem Berg ist Roggen, dort sind die Hasen. Oh, Frau. Der Müller wachte am Morgen auf und sah er plötzlich statt seiner Frau
Oh, oh, was werden die Leute sagen? Problem. Genau in diesem Moment kam die Nachbarin, um sie etwas Getreide zu leihen. Der Müller ist verwirrt. Er schreit: Wir haben kein Getreide. Wir haben selbst nichts zu essen. Nun, der Müller beschloss, zu einem erfahrenen Mann zu gehen, zum Schmied. Der Müller erzählte von seiner Not und bat um Hilfe. Der Schmied konnte nicht wirklich helfen. Geh zum Küfer, sagte er. Vielleicht fällt ihm ja was ein. Der Müller erzählte dem Küfer von seiner Not und bat um Hilfe. Oh. Dem Müller gefiel diese Lösung nicht. Er könnte seine Frau weder umarmen noch küssen. Dann riet ihm die Küfer, bis an den Rand des Dorfes zu gehen, zum Zigeunerfrau. Vielleicht weiß sie, woher der Not kommt und was man dagegen tun kann. Es sieht schlecht aus, sagte die Zigeunerfrau. Deine Frau hat die Hennefleckchen von der alten Frau gestohlen. Nur eine Sache kann deine Frau retten und ich auch. Wenn du eine gute Tat für deine Nachbarin tust und sagt sie dir das Zauberwort, danke. Oh.
Die alte Frau fragte den Schmied und den Küfer, wie sie ihre Güte erwidern könnten. Keine Sorge, sagten sie. Nun vielen Dank, liebe Leute. Wenn du eine gute Tat für deine Nachbarin tust und sagst sie dir das Zauberwort. Der Müller gestand, dass seine Frau die Henne gestohlen hat. Er bat die alte Frau um Verzeihung und versprach, sie nicht mehr zu belästigen. Nun, die alte Frau sagte, das ist gut, dass du meine liebe Flächen zurückgebracht hast. Gott ist dein Rechter. Nun, hier ist ein kleiner Hahn für dich und Getreide. So viel du brauchst, du bist immer willkommen. Die alte Frau war glücklich. Jetzt werde ich Küken haben. Danke, liebe Nachbar. Danke. Seitdem hat die Müllersfrau nie mehr gestohlen. Und der Müller hat seine Nachbarin nie schlecht behandelt. In den alten Jahren gab es zwei Arten von Menschen im Ural. Diejenigen, die raubten und diejenigen, die ausgeraubt wurden. Aber es gab auch Dev. Er hat alle ausgeraubt. Und er war kein Mensch. Er erschreckt, raubt und trägt die Beute in seine Höhle. Und dort wartet seine schöne Frau. Shh.
Und eines Tages ging er spazieren. Er hört Raubüberfall! Von diesen Menschen kann man jetzt nicht mehr profitieren, dachte Dev und machte sich auf den Weg. Und die alten Menschen folgten ihm. Und solche Dankbarkeit in seinen Augen? Na gut, dachte Dev, lass sie gehen. Ich werde sie in die dunkelste Höhle führen und dann verlassen. Hey,
Dev sah die alten Menschen an, sie hatten nichts mehr als einander. Du Promenadenmischung. Du hast meine neue Jacke versaut. Geh weg. Solch ein Dummerchen. Das ist doch nur ein Hase.
Roska, gut gemacht. Was für ein Prachtexemplar. Das reicht ja mindestens, um 3 Fässer zu füllen. Roska, komm hier hin. Wir fahren jetzt in die Stadt. Hey! Hey Roska, gut gemacht. Du hast die Wölfe in die Flucht geschlagen. Das wird ein toller Winterpelz. Ha 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 ha!
Ansgar. Gut gemacht. Du hast es diesem Dieb gezeigt. Was für ein Gestell. Boah, der hat ja sogar ein Herd innen drin. Oh? Gib mir das. Und das. Oh? Und das. Oh, stopp! Oh. Aha. Oh. Und das? Oh. Und das? Aha. Und das auch? Das will ich auch. Das will ich auch. Oh. Was für ein Mantel! Was für ein Mantel! Der steht mir wahrscheinlich viel, viel besser! Zieh ihn aus! Schnell! Schnell! Oscar, gut gemacht. Solch ein geiziger Schuft. Endlich ist er weg. An diesen Mantel wird er sich ein Leben lang erinnern. Schurke. Wir gehen hier.
mir den Weg entlang drei wundervolle Ziegen mit Armen und Beinen so wunderschön. Wir sind Ziegen, 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 so liebevoll und leicht, so wie eine Libelle oder eine Motte. Tram-tiram, 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 tram-tiram. Du kannst die ganze Welt bereisen und findest keinen wie uns. Du kannst die ganze Welt bereisen und findest keinen wie uns. Tram-tiram, 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 tram-tiram. Oh, wer hat unser süßes Haus kaputt gemacht? Lass uns jetzt diesen Bösewicht finden und ihn kaputt machen. Nehmt ihn an den Hörnern. Wo soll ich mich verstecken? Wo soll ich mich verstecken? Hier. Ihr schaut im Haus und ich schau hier. Okay, okay. Oh, aha. Niemand da. Niemand hier, niemand hier. Keiner da. Ah, der hat gegessen und ist weggerannt. Wir müssen das Haus auf Vordermann bringen, bevor die Sonne untergeht. Wir bauen nicht aus Stöcken und auch nicht aus Stein. Wir bauen, bauen, bauen aus Pfannkuchen und Brötchen. Und jedem ist klar, das ist ein großes Plus. Bei Besuch ist unser Zuhause so schön und voll Geschmack. Tram-tiram, 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 tram-tiram. Unsere Hütte ist halb aus Pfannkuchen und halb aus Käse. Unsere Hütte ist halb aus Pfannkuchen und halb aus Käse. Tram-tiram, tram-tiram, tram-tiram. Mädels, was ist, wenn dieser Dieb zurückkommt? Wir werden das beobachten. Also, die Zeit tickt. Hey Mädels, habt ihr das gehört? Sie schläft wie ein Stein. Also, weg mit denen, die sich überfressen. Los, los, Mädels. Ich werde keinen Feind entkommen lassen. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, wird sie in 2 Minuten einschlafen. Ja. Keiner hier. Und keiner hier. Jetzt, wo die Ziege schläft, werde ich wegrennen. Tschüss, oh, Bayuschki. Die Sonne geht unter. Schlummernd, hockend, singt ein Ziegen ein Schlaflied. Müde Augen, müde Hörner, müde sind alle 4 Beine. Auf Wiedersehen, Ziegen. Danke, Haus. Na gut, alte Ziege. Kein Feind entkommt dir also. Und ich sag dir, jetzt repariert sie das Haus. So, hab's repariert. Mama. Mädels? Mädels, ich bin jemand, auf den ihr euch verlassen könnt. Was ich verspreche, halte ich auch. Dieser Aufgeblasenheit vertraue ich bei dieser Ziege nicht. Was? Thank you.
wieder so schön. So. Tschüss, oh, tschüss, oh, Bayuschki. Die Sonne geht unter. Schlummernd, hockend, singt ein Ziegen, ein Schlaflied. Müde Augen, müde Hörner, müde sind alle vier Beine. Wach auf, wach auf, du Idiot! Ja, steh auf. Aber Mädels, ich habe meine Augen noch nur für ein klitzekleines bisschen geschlossen. Oh, dieser Wand fehlt schon wieder ein Pfannkuchen. Das macht doch keinen Sinn, Idioten. Ich werde euch beobachten, wenn ihr arbeitet. Los, los, los! Und wie sollen wir dieser alten Taubenziege vertrauen? Gar nicht. Tschüss, oh, tschüss, oh, Bayuschki. Die Sonne geht unter. Stille geht in deine Stiefel. Ein Auge geschlossen. Schlaf und schlaf mit dem anderen Auge. Schlaf, du kleiner Schatz. Du Klugscheißer! Mädels, aber es ist ein kleiner Junge! Nicht ein Junge, sondern ein Übeltäter! Seid nicht böse zu mir, Ziegen! Ich wollte das doch auch nicht! Ich habe niemanden, ich habe kein Zuhause! Ich habe nichts zu essen oder zu trinken seit 3 Tagen! Und eure Hörner jagen mir Angst ein! Bitte vergebt mich, ich möchte mit euch leben! Ich helfe euch auch! Ja, du hast unser Haus gegessen, hast uns getäuscht und jetzt möchtest du noch bei uns leben? Oh, weg mit dir! Erstmal fliegst du unser Haus, du kleines Monster. Und verschwinde, solange deine Knochen das noch können. Na dann, jetzt sind wir das kleine Kind los, hä? Was planen diese Bösen nur? Also, wie heißt du, mein Held? Kornblume? Ah, das ist ein schöner Name. Bleib hier und lebe mit uns. Einst lebten zwei Schmiede, Katze und Spatz, die praktische Sachen hergestellt haben, die sie auf dem Markt verkauften. Und sie lebten mit einem süßen kleinen Mädchen zusammen, die sie Zihaka nannten. Sie liebte Spiele nur allzu sehr und würde am liebsten von morgens bis abends spielen. Plötzlich kam
kam, war Biker das Schwarze, das zerzauste Monster aus dem Ofen gesprungen. Er fing an, freche Kinder zu jagen und schleppte sie mit nach Hause. Geh weg, Motorradfahrer, ich bin nicht frech. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Eines Tages waren die Katze und der Spatz auf dem Weg zum Markt. Ich bin der Motorradfahrer, ich bin der Motorradfahrer, ich bin der Motorradfahrer. Tjaka, hör auf hier rumzualbern. Wir lassen dich jetzt hier alleine. Wir bringen dir auch Geschenke vom Markt mit. Hase, Hase, lass uns spielen. Komm, Hase, lass uns spielen. Hey, Hase, Hase, lass uns spielen. Hey, Fuchs, lass uns spielen. Welches verdammte Mädchen lebt mit der Katze und dem Spatz? Wieso esse ich sie nicht einfach? Ich hoffe, sie springt nicht sofort in ihren Bau. Oh, ist das nicht euer Mädchen, die da eine Brücke gespielt hat? Ist das, Tjaka, mach die Tür zu. Und lass nicht den Fuchs rein. Sie hat dir nichts verloren. Sie hat dir nichts verloren. Doch der böse Fuchs hatte nur darauf gewartet, bis die Katze und der Spatz endlich hinter den Hügeln verschwanden und rannte dann erneut zu Tjaka. Doch dieses Mal lief der Fuchs vor dem Haus auf und ab und machte sich darüber Gedanken, wie er Tjaka aus dem Haus locken könnte. Katze und Spatz haben mir beigebracht, dich nicht reinzulassen. Ich wollte doch nur mit dir spielen. Wirklich? Was sollen wir spielen? Wir könnten spielen... Lass uns spielen wie mit dem Hasen. Wir spielen Tickfang. Und ich bin der Hase und du bist der Fuchs und du musst mich fangen. Wir werden dir den Schwanz abhacken, Fuchs. Ja, das werden wir. Ja, das werden wir. Aber ich habe sie nicht reingelassen. Wir haben nur gespielt. Tjaka, du darfst niemals mit Füchsen spielen. Ich spiele mit dir, kidnappen dich und essen dich. Benimm dich endlich, sonst wird Babaika dich kriegen. Ist das klar? Also, wo ist dieser Fuchs? Oh, ich glaube, wir haben ihn mit unseren Schwertern wirklich Angst angejagt. Lass uns gehen, bevor der Markt zu Ende ist. Dieses Mal wartete der Fuchs, bis die Katze und der Spatz sehr, sehr, sehr weit weg von zu Hause waren. Jetzt können sie das Mädchen nicht mehr hören. Wer ist das? Hier ist das lustige Häschen. Wieso bist du hier? Lass uns spielen. Du wolltest doch.
Hast du den Fuchs irgendwo gesehen? Nein, ich glaube nicht. Dann lass uns so spielen, wie du mit dem Fuchs gespielt hast. Ich bin der Fuchs und du bist der Hase. Und du rennst vor mir weg. Renn! Renn, Hase! Renn! Hey, Hase, Hase, ich hab dich gefangen. Und ich bin nicht wirklich der lustige Hase. Hans und Spatz, helft mir, rettet mich, der Fuchs hat mich gekidnappt, Hilfe, der hat mich gekidnappt. Sei still. Aber ich will nicht, dass du mich isst. Aber ich will dich doch gar nicht essen. Willst du nicht? Lass uns spielen. Lass uns einen Kuchen backen. Meinst du einen Schlammkuchen? Nein, einen Kuchen backen. Bleib hier sitzen und warte ein bisschen. Ich bin gleich zurück. Wie spielt man denn einen Kuchen backen? Der Kuchen sitzt da auf der Schaufel und kommt in den Steinofen. Und dann? Und jetzt? Und dann schließen wir den Steinofen und... Warten 5 Minuten, bis du ganz gekocht bist. Komm schon, geh runter von der Schaufel und roll dich zusammen. Wie? Ich weiß nicht, wie ich mich zusammenrollen soll. Wie? Ach komm schon, oh Mann, wann werden wir denn heute wo essen? Halt die Schaufel, ich werde es dir zeigen. Du gehst auf die Schaufel und faltest deine Beine zusammen. Dann rollst du dich zusammen und dann versteckst du dein Gesicht mit deinem Schwanz. Ja, ich hab's. Der Kuchen geht auf die Schaufel, dann in den Steinofen. Man schließt den Steinofen, wartet für 5 Minuten, bis es vollkommen gekocht ist. Oh, au, ah! Oh, Katze und Spatz werden bald zurück sein mit leckeren Torten und Kuchen. Hey, Fuchs, ich muss nach Hause gehen. Lass uns das Spiel morgen beenden. Oh, süße Kuchen und süße Torten? Aber ich weiß den Weg nicht mehr. Ach du meine Güte, Babaika. Wieso habe ich nicht auf Katze und Spatz gehört? Ich habe mit dem Fuchs gespielt. Babaika kriegt mich noch. Kommt, renn! Da ist mein Zuhause! Stopp, Hase, stopp! Let's renn, Hase, renn! Ist das nicht der Fuchs? Ja, der Fuchs. Warum bist du schon wieder hier? Jetzt kannst du was erleben. Katze und Spatz sind zurück. Ah, Babaika! Ich bin so arm dran, ich bin am Verhungern. Was ein schlimmes Leben. Ich bin am Verhungern. Ich bin so arm dran, ich verhungere. Was für ein Leben. Tsihaka. Wir haben dir ein paar tolle Kuchen vom Markt mitgebracht. Oh ja, süße, süße Kuchen. Lass uns beeilen. Ich möchte Kuchen essen. Hm.
Nein, Babalka ist nur gekommen, weil ich mit dem Fuchs gespielt habe. Und der Hase und ich sind so schnell weggerannt. Und der Fuchs, der wollte mich eigentlich gar nicht essen. Er wollte mit mir Kuchen backen spielen. Aber wir haben das Spiel nie beendet. Und Babalka wollte den Hasen fangen und ihn in seinen Ofen stecken, wo der wohnt. Aber der Ofen vom Fuchs ist so dreckig, da sind sogar riesige Kakerlaken, die rennen da überall. Seither versuchte der Fuchs, nie wieder Tsihaka zu fangen, weil das immer mit sehr viel Ärger verbunden war.